Ein Spiegelkabinett der Illusionen verzaubert derzeit die Zuschauer des Kristallpalasts in der neuen Varieté-Show Illusia. 7 international renommierte Zauberkünstler versetzen sie in eine Welt der kleinen Rätsel und großen Täuschungen. Atemlose Stille herrscht im Saal, wenn die amtierenden deutschen Meister der Mentalmagie und Großillusion, Timothy Trust und Diamond, auf der Bühne stehen. Die beiden rauben dem Publikum mit ihrer Säbelillusion wortwörtlich den Atem. Doch keine Angst, eine Mitmachnummer fürs Publikum ist das nicht. Die bezaubernde Diamond steigt selbst in den Pappkarton und kommt natürlich gesund wieder heraus. Fragt sich nur, wie macht sie das? Es ist überhaupt die Frage des Abends, wie machen die das nur? Auch Gretchen Blum bringt die Zuschauer mit dieser Frage an den Rand der Verzweiflung. Blum ist einer der kreativsten Comedy-Magier der Welt. Seine Methoden sind witzig, ungewöhnlich und verblüffend. Was bei ihm zunächst wie eine schlechte Täuschung aussieht, entpuppt sich hinterher als perfekte Überraschung. Faszinierend, fesselnd, unfassbar, die Zauberkunst von Sebastian Nicolas. Er bringt einen anderen Klassiker der Zauberei auf die Bühne, Kartentricks und eine verblüffende Fingerfertigkeit. Aber wir wollen hier ja noch nicht alles verraten. Die Show macht ihrem Namen Illusia alle Ehre. 2 Stunden voller Täuschung und Verblüffung, Illusion und Magie. Und noch beim Einschlafen wird der ein oder andere denken, wie machen die das nur? Na dann, gute Nacht.